Hi Leute, das kannst du doch eh nicht. Lass es gleich bleiben, vergiss es. Naja, ob das was wird, lass es lieber. All diese Dinge, die uns Leute erzählen, von denen wir uns runterziehen lassen, wollte ich heute mal reden. Sätzen wie, lass es bleiben, wenn du gerade eine neue Sache anfängst und dich demotivieren solche Sprüche, dann denk nochmal drüber nach. Die anderen haben keine Ahnung. Stell dir mal vor, du bist Eltern, bist Vater, Mutter und dein Kind probiert jetzt anzufangen zu laufen und steht das erste Mal auf und fällt wieder hin und du sagst zu dem Kind, du Depp, lass es doch, du lernst nie laufen. Lass es doch. Du hast Glück vielleicht, dass das Kind es nicht versteht. Aber im Grunde, was ist das für eine Einstellung? Wenn du gerade was neu lernst, schau immer auf den Punkt, wo du gerade bist. Schau, dass du dich jeden Tag verbesserst und probier es weiterhin. Ohne ein wirkliches Bestreben zu haben, was zu schaffen. Ohne nicht die Bereitschaft zu haben, auch mal auf die Nase zu fliegen, auch mal zu straucheln und wieder auf den Boden zu fliegen, irgendwann mal die ersten Schritte zu machen. Ohne diesen Willen wirst du nie was umsetzen. Wenn du auf diese ganzen Neinsager hörst, auf die ganzen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, ich habe keine Ahnung, warum das Menschen sagen, warum Menschen einen demotivieren und einfach, ja, oder das als Motivation sehen, wenn sie jemanden sagen, oh, das ist aber nicht gut. Wenn du was machst, solltest du dich immer an dir ausrichten. Schauen, dass du dein Bestmögliches gibst, an dem Punkt, wo du gerade bist. Sich mit anderen zu vergleichen, macht da keinen Sinn. Du gehst jetzt irgendwie zu dem Kind hin und sagst, hey, hallo, wir können alle laufen, du bist so doof, du kannst nicht laufen. Was macht das für einen Sinn? Genauso, wenn du was Neues aufbauen möchtest, egal in welchem Bereich, wenn du anfängst, ein Instrument zu spielen, wenn du anfängst mit einer Sportart, egal was, lass dich nicht von Leuten demotivieren, die irgendwie das 10 Jahre machen, jetzt vielleicht ein bisschen was können, und wenn du über irgendwelche Anfänger ablässt. Es muss dir wirklich bewusst sein, dass die Menschen, die meinen es ja nicht böse vielleicht, aber du musst den Willen haben und dir musst bewusst sein, an welchem Punkt du gerade bist und dann gib einfach dein Bestes. Mach das, was für dich wichtig ist. Das war's aber auch schon. Nur klein. Ganz kurz wollte ich heute loswerden. Hör nicht auf die ganzen Neinsager, hör nicht auf die ganzen Leute, die dir sagen, lass es bleiben. Zieh was erstmal konsequent durch. Bis man mal zu einer gewissen Leichtigkeit, zu einem gewissen Fundament kommt, zu einem gewissen Können, braucht es erstmal ein großes Bestreben. Und lass dich da nicht abhalten, wenn du was machen möchtest, wenn dir das Spaß macht, wenn dich das erfüllt, dann bleib da dran. Hör auf deine eigene innere Stimme. Mach's gut. Ciao.